für mich in meinem Kopf, ich spreche Hochdeutsch, okay? Aber wenn ich spreche, tanze, yes, ich tanze, tanze, ich tanze, yes, ei, ei. Okay. Verrückt sind die manchmal. Das ist mein bester Freund. Dieser Mann. Okay. Los geht's. Atemlos durch die Nacht, bis den neuen Tag erwacht. Schlager. Das ist nur die Schlagermusik, ich kenne Helena Fischer. Anders? Nee. Aber es geht. Mein Mann sagte, es ist okay, Fehler zu machen, okay? Du bist nicht deutsch. Die Leute kennen das. Aber du musst sprechen, üben, Vocab. Hallo zusammen. Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Für die neuen Leute, die meinen YouTube-Kanal noch nicht kennen, ich heiße Cindy Petronella und willkommen. Und für alle, mega love von mir. So, wer bin ich? Ich bin Cindy Petronella, ich komme ursprünglich aus Südafrika. Kennt ihr Big Five? Kennt ihr Kapstadt? Kennt ihr Johannesburg? Ja, ich komme daher. Ich bin 28 Jahre jung und ich wohne in Hamburg zusammen mit meinem Mann. Er ist ein deutscher Mann. Wir sind verheiratet seit einem Jahr und wir kennen uns circa 3,5 Jahre. So, genau. Meine Hobbys sind Wandern, Porken, YouTube-Videos machen, bearbeiten. Oh, das ist eine schwierige Arbeit zu bearbeiten. Eieiei. Aber es geht, ich liebe YouTube und auch ich liebe Sport. Sport, das ist mein Leben. Ja, so, heute Morgen, ich war beim Sport. Und ich habe ein kleines Video gemacht für euch. Ja, ich zeige euch. Es ist Zeit für Sport. Ich liebe Sport. Ich versuche vielleicht dreimal in der Woche für Sport zu machen. Manchmal, ich habe keine Zeit. Aber manchmal, ich habe keine Lust, ehrlich zu sein. Aber ich liebe Sport und Tanzen. Das macht mir gut. Das macht mir ein gutes Gefühl, vielleicht. Ja, Gott, es ist zu schwer, nur Deutsch zu sprechen. Und mein Mann ist nicht da. Oh Gott, los geht's. Es ist ein schöner Tag in Deutschland heute. Die Sonne scheint, die Leute sind nicht traurig normalerweise. Sonne macht gut Energie. Ich liebe das. Und ja, oh, ich fühle mich gut heute. Ich habe viele Dinge heute, das ich machen muss. Ja. Hallo. Alles gut bei dir? Ja. Bye. Ehrlich, es ist zu schwer, im Publikum zu filmen. Ja, ich habe Angst vor den Leuten. Ja, ich verstehe. Manche Leute lieben das nicht. Filmen. Ja. So. Was macht ihr Schönes da? Gott, oh Gott. So, das ist Wetter. Es ist wie in Südafrika, immer heiß.
deswegen die Leute in Südafrika sind immer zufrieden, lächeln, tanzen, weil wir haben Sonne, immer Sonne. Ich liebe das. Ja, ich muss anderen Weg laufen. Ich möchte durch den Wald laufen. Ich muss gucken hier, aber ich gucke hier. Das ist nicht gut. Ich muss gucken hier. Und ja, es ist morgen. Im Moment. Ich fühle mich gut. Ich habe keinen Alkohol getrunken gestern. Das ist gut. La 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 la. Alles am Sonntag alles geschlossen. Es heißt Ruhetag. Sport ist fertig. Ich habe ein gutes Gefühl. Ja, aber ja, in Südafrika, wir heißen das Mall auf Englisch. Das ist ein Mall, aber ja, cool. So, Leute, ich bin fertig mit Sport. Ich fühle mich gut, natürlich. Ach, ich habe ein gutes Gefühl im Moment. Ich liebe Sport. Sport ist mein Leben. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Man muss Sport machen. Ja, genau, genau, genau. Aber ich versuche vielleicht dreimal in der Woche, manchmal, ich habe keine Lust, ja, das ist traurig, aber wenn ich Zeit habe, ich bin eine Löwe im Fitnessstudio. Das macht Sinn, ja? Ich bin eine Löwe. ja, so nach dem Sport, normalerweise, wir machen gesund Saft. Hallihallo, moin moin, ich bin wieder zurück. Ah, Sport war toll, ich fühle mich gut. Und ja, so Leute, heute
Ich mache ein besonderes Video. Ich spreche nur Deutsch. Hä? Oh Mann, ich bin verrückt oder was? Eieiei. Bitte, meine Freunde, Nick, Nasrin, Victoria, bitte nicht lachen, okay? Bitte. Und die deutschen Leute, bitte kein Krieg mit mir. Deutscher, das ist eine schwierige Sprache und das ist mein erstes Mal. Ich mache dieses Video und ja, warum mache ich dieses Video? Erstens, das ist eine gute Übung für mich. Und zweitens, die deutsche Sprache, das ist der Schlüssel zur Integration in Deutschland. So, das ist sehr, sehr wichtig für mich. Zum Beispiel, meine Kollegen sind Deutsche und die Kunden sind Deutsche auch. So, ich muss Deutsch sprechen, lernen, verstehen. Und auch, ich möchte deutsche Freunde bekommen. Ich liebe die Kultur hier, die Leute, die Sicherheit, viele Versicherungen hier, aber das geht. Ja, ich liebe Deutschland, ich liebe Deutschland und im Moment mache ich einen Integrationskurs. Ah, das ist ein wichtiger, wichtiger Kurs, ich muss machen. Wir benutzen dieses Buch, Mein Leben in Deutschland. Ah, wir lernen so viele Sachen hier vielleicht. Politik, Gesellschaft, Gesetz in Deutschland, viele, viele Sachen. Das ist sehr interessant für mich. In Südafrika, ich habe nichts gelernt über Deutschland. So, ich bin stolz auf mich. Ich weiß viele Sachen über Deutschland. Ein kleiner Hinweis von mir. Okay, so. Die deutsche Sprache und Englischsprache ist ähnlich. Sie benutzen gleiche Alphabet und die deutsche Sprache hat ungefähr 10% englischer Worte. So, das ist cool. So, wenn man Englisch spricht, du kannst verstehen ein bisschen besser. Wenn du Englisch sprichst, dann ist es einfacher. Wenn du Chinesisch sprichst, ja, ein bisschen schwieriger. Oh Mann, so Leute, das war schwierig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deutsche Sprache, ich schwitze so viel. Oh Mann, oh Mann. Aber Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.